Ey, ich bin so müde. Ich bin heute ein bisschen unterwegs. Und zwar haben wir ein paar Termine. Oder habe ich besser gesagt ein paar Termine, die leider sein müssen. Nein, Quatsch, ist nichts Schlimmes. Wir haben jetzt ja das Office bezogen. Und bei Gewerbeimmobilien ist es immer so, dass man zum Notar muss. Bedeutet, man muss beim Notar ja eine Gebühr hinterlegen, beziehungsweise einfach das Notariell beglaubigen lassen, damit man diese Immobilie bekommen kann. Ich bin hier gerade Kantstraße und ich glaube, mein Notar müsste hier sein. Genau, später ist dann noch die Übergabe und dann kann ich wieder bauen. Wenn das nicht nach Business aussieht, dann weiß ich auch nicht. Meine Tafel verspätet sich gerade leider. Deswegen darf ich mich hier komplett bedienen. Oh, sieht reichlich aus. Ne, bei mir wird es wahrscheinlich einfach nur ein Wasser. Yes, yes, yes. Ist erledigt. In Berlin ist es tatsächlich so, dass wenn man eine Gewerbeimmobilie bezieht, man zum Notar muss, denn man gibt seine Seele ab. Nein, nicht ganz so schlimm, aber ist schon auf jeden Fall ziemlich crazy. Ist aber jetzt, glaube ich, sogar deutschlandweit geworden. Ja, man unterschreibt einfach nur, dass der Vermieter ja besondere Rechte hat, um das einfach zu erklären, gegenüber uns. Aber wir haben ja nicht vor, Blödsinn zu machen, wir haben nicht vor, auszuziehen. Wir sind ja happy, dass wir drin sind und dass wir jetzt richtig geil loslegen können. Für mich geht es jetzt zurück. Termin Nummer 2 steht dann auch gleich an. Und ich glaube schon noch ein paar Brötchen. Super spannend, oder? Was ein schöner Tag. Okay, Umzug steht an. Gestern sind wir offiziell ins Office rein und heute haben wir ein paar Sachen, die wir hier aus der Lagerbox holen müssen. Ich habe einen Kollegen vom letzten Mal bereits, der unseren Kreuzberg-Umzug gemacht hat. Das heißt, wir werden jetzt hier schön mit der Rampy Stuff von da holen. Und dann haben wir die ersten Sachen schon im Büro drin. Ja. Und dann gucken wir, wie viele Sachen wir noch brauchen, beziehungsweise wie viel Platz wir vor allem noch haben. Ich freue mich, ey, so lange auf diesen Moment gewartet, aus dem Ding hier auszuziehen. The good old stuff, was heißt old? Aus alles, was aus unserem Kreuzberg-Büro wir noch da hatten, hatten wir hier in so eine Box reinbekommen. Hier die ganzen alten Fotos. Bam, bam, bam. Ja. Ich habe so eine krasse Panik, dass wir das Sofa nicht in unseren Fahrstuhl reinkriegen. Das wäre Katastrophe. Yes, yes, yo. Holy moly. Das einzige Problem, ob der dann in den Fahrstuhl passt, wird noch rausgefunden. Scheiße. Ah ja. Moment, meine Hand war bestimmt sehen. Kriegen wir schon hin. Okay, wie geahnt. Wissen wir jetzt, warte. Was haben wir hier rein? Okay, wie geahnt. Müssen wir jetzt echt hoffen, dass wir das jetzt ohne die Füße reinbekommen. Mit Füßen ging es schon mal nicht rein. Aber jetzt, wir hätten fast wetten müssen. Scheiße. Eugene aus dem Schnitt hier. Ich habe es leider nicht gedreht, aber das Sofa ging echt nicht rein. Fuck, fuck, fuck. Wetten soll. Das heißt, Atelier, kein Sofa. Thank you.
Okay, das sieht sehr, sehr mies aus. Ein bisschen was zum Naschen. Ja. Wir haben heute noch gar nichts gegessen, deswegen gab es hier Hotdog von der hier. Ist mal perfekt gelungen. Aber ich muss doch gerade 4 Stück raustragen. Deswegen. Jetzt ist Aufbau. Meine Frisur sitzt wahrscheinlich nicht hier. Leonardo DiCaprio sein. Jetzt ist Aufbau. Wir haben jetzt eingekauft fürs Lager. Oder fürs Archiv. Das heißt, dass wir aufhängen können unseren ganzen Stuff. Ich hoffe, ich habe keinen Ketchup am Mund. Und nochmal einen Stuhl. Und dann haben wir schon ein bisschen Ordnung zumindest. Okay, let's go.